Was wird gekocht? Ich werde Buletten machen mit Kartoffelpüree. Ohne Soße, weil ich brauche keine Soße. Es wird wahrscheinlich viele aufregen. Und ich mache mir noch ein, zwei Toast. Gibt's hier einen Toaster, Alter? Oh nein! Was ist mit dem Toaster? Feier dich. Mach weiter so und bleib, wie du bist. Ey, hier ist ja gar kein Toaster. Kann man hier mit Toast? Boah, ich mach doch jetzt die Toast nicht in den Backofen rein, Alter. Also ihr könnt mir jetzt erstmal sagen, ob das hier richtiges Hackfleisch ist. Ist das Hackfleisch, was man benutzt für Buletten? Ich denke mal schon, oder? Gut. Ich mag eigentlich hätte ich gerne Rinderhack genommen. Aber die hatten nichts mehr, da war alles leer. Und wisst ihr, was auch leer war? Das Öl. Es ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch an deutschen Urlaubsorten. Ich wollte einfach nur Öl zum Braten haben, da gab es kein Öl. Jetzt habe ich Butter genommen, weil ich hatte nichts. Da gab es nichts zum Braten. Ist doch egal, Butter funktioniert doch jetzt auch. Das ist doch jetzt nicht so, dass es absolut schlecht ist. Dann zeige ich euch heute auch mal, was wir machen. Und zwar machen wir sogenannte Kochbananen. Das ist richtig lecker. Also man brät die erst scharf an und dann muss man die... Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass ich Bananen habe. Ich habe mir Bananen gekauft, seht ihr das? Und guckt mal, was ich mir noch geholt habe. Es ist Obst im Haus. Und das Schlimme ist, wir brauchen wahrscheinlich für den Kochstream heute eine Zwiebel. Aber ihr glaubt ja nicht wirklich, dass man nur eine Zwiebel kaufen kann. Guck mal, was ich mir holen musste. Jetzt musste ich mir hier 20 Zwiebeln holen. So eine Scheiße. Das kriege ich ja niemals los, die Ich hoffe, das ist überhaupt Senf. Oh, ja. Woo. Let's go, Alter. Das ist der senftig. Das ist der senfigste Senf, den ich jemals wahrgenommen habe. Alter Schwede. Das Problem ist, das sind alles so riesen Portionen. Mann, Alter, so viel fresse ich doch gar nicht. Hier muss ich die Hälfte mitnehmen. Ich glaube nämlich, die hatten hier diese Gewürze gar nicht. Oh nein. Oh nein, ich dachte, die hatten nur diese anderen Gewürze. Oh, das kann doch nicht sein. Ja, Salz und Pfeffer. Oh, wieso habe ich denn jetzt die Scheiße gekauft? Oh. Ich dachte, die hatten nur Gewürze. So, ich hole jetzt alles raus, was ich heute brauche. Sieht das soweit erstmal vollständig aus? Ich habe kein Mehl. Das ist doch kein Mehl. Das ist Paniermehl. Oh nein, damit strecke ich die Buletten noch und dann habe ich 900 Gramm Buletten. Oh nee, ey. Na, das kann ja was werden. Du brauchst ein trockenes Brötchen. Sag mal, kapiert ihr nicht, was Semmelbrösel sind? Das ist Brötchen in Kleinform. Das ist Brötchen. Wieso versteht denn das keiner? Also ich hoffe, ich darf dieses Brett hier benutzen. Aber es sieht auf jeden Fall schon ordentlich aus. Ich will ja nicht, mir geht es ja jetzt erstmal darum, eine Zwiebel zu schneiden. Also ich habe jetzt 400 Gramm Hack. Ja, ich habe 400 Gramm Hack. Wie viele Zwiebeln müsste ich jetzt? Reichen da zwei? Oder wie viel müsste ich jetzt machen? Alter, die altbewährte Marke, wer kennt sie nicht? Thomas. Grüße geht raus an Thomas. Nochmal ein kleiner Disclaimer. Ich kann nicht kochen. Ich koche normalerweise nie. Und ich habe keine Ahnung davon. Deswegen wäre es nett, wenn ihr verständnisvoll mir Hilfe gibt und mich nicht beleidigt, weil ich irgendwas falsch mache. Versteht ihr das? Dann würde ich mich freuen drüber. Ey, Mann, funktioniert doch einfach so, wie ich will hier. Oh Mann, ey. Oh Mann. Das reicht doch. Zwei Zwiebeln reichen 100%. So, wie viel Semmelmehl kommt denn da rein? Kann mir jemand sagen, wie viel Semmelmehl man da reinmacht? Also ich habe jetzt 800 Gramm Hack. Ich habe jetzt 800 Gramm Hack. Wie viel Semmelmehl kommt da rein? Ey, ein Teelöffel Salz? Ein Teelöffel Salz? Wie soll ich denn das dosieren? Macht man auf 800 Gramm Hackfleisch zwei Eier rein? Okay, ich mach zwei Eier rein. Macht man die Eier komplett rein oder nur das Eigelb? Macht man alles rein? Ey, ich vertraue euch da. Eigentlich muss ich den Subchat anmachen. Wenn ich am Ende nicht alles reinmache, ich werde nie wieder für euch kochen, wenn das jetzt wirklich falsch war. Ich habe keine Ahnung davon. Ohne Schale aber. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich mache das jetzt einfach hier rein und dosiere das so.
Ja, ich will doch einen Esslöffel nehmen, aber ich will es selbst dosieren. Ich muss das doch erstmal vermischen, oder? Ich muss das doch jetzt erstmal vermischen. Kuzado, danke schon für deinen Sub. Junge. Junge, ist das widerlich. Wieso bin ich denn jetzt mit zwei Händen rangegangen? Ey, die sind viel zu nass, glaube ich. Oh nein, ich muss die ja noch formen. Oh nein, das muss ich ja noch formen. Oh, oh Mann. Oh Mann, ey. Macht man die so? Alter, ist hier eine riesen Zwiebel bei. So? Mann, das ist so ein krasses Leben, Alter. Ich habe hier so einen Ausblick. Ich mache Buletten, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, weil ich einfach ein dummer Idiot bin. Und mir gucken dabei fast 4000 Leute zu, Mann. Dankeschön. Dankeschön. Wirklich. Lasst uns jetzt mal bitte alle einmal kurz umarmen. Auch wenn es so ein bisschen so auf kitschig ist. Aber bitte lasst alle einmal kurz umarmen. Okay, die meisten von euch wahrscheinlich eher... Nein! Okay. Es gibt neun Stufen. Es gibt neun Stufen auf diesem Herd. Auf welche Stufe? Ich habe nur Butter jetzt hier. Ich kann nur mit Butter braten. Auf welcher Stufe kann ich Butter braten? Das ist ja aus Gummi. Damit kann ich doch nicht in der... Das ist ein Pfannenwender aus Gummi. Den kann ich doch nicht in der Pfanne haben, oder? Funktioniert das? Aber der ist doch aus Gummi. Der schmilzt doch weg. Ein Viertel? Das ist ein Viertel. Als ob ich jetzt so viel Butter in die Pfanne machen muss. Das ist ein Viertel. Ist es zu viel, Leute? Habe ich zu viel genommen? Mann, ey, ihr macht mich aggressiv. Woran merke ich denn jetzt? Woran merke ich denn jetzt, wann ich sie reinmachen kann? Wann kann ich denn die Buletten reinmachen, Leute? Alter, das fasst keinen Platz, Mann. Mach doch Deckel drauf. Was denn für ein Deckel? Ey, die Abzugshaube ist ja das Geilste. Hier, ich schwöre, hier riecht es kein bisschen nach Dings. Hier riecht es kein bisschen nach Dings, weil hier eine richtige Abzugshaube drin ist. Geil. Das ist halt, ich glaube, Schweinefleisch sieht halt einfach ganz anders aus. Das sieht jetzt zwar aus, als ob es... Ach, ihr könnt es eh nicht richtig sehen. Aber da ist auf jeden Fall nichts mehr rosa. So, Kartoffelpüree. Hallo. Das nennst du ein Messer? Das ist ein Messer. Jawoll. So muss das aussehen, Dickerchen. Oh, yeah, Baby. Ich bin reich. Ich bin ein Star. Mann, ich muss hier mal die Lampe anmachen irgendwie, aber ich hab hier keine. Warte mal. Man kann's nicht richtig sehen. So sieht's jetzt aus. Und ich brauche wirklich keine Soße. So muss das sein. Ah, ich hab's geschafft. Und ich hoffe, ihr seht jetzt, warum ich denke, dass vielleicht Essen bestellen besser ist. Geil. Oh, Dickerchen, yeah! Oh, Alter, bin ich gerade glücklich. 1A, ich hab's hinbekommen, Leute. An all die Hater da draußen, die sagen, dass ich nichts kann, ich hab's gerade bewiesen. Ich hab ganz alleine Buletten mit Kartoffelbrei gemacht. Ich weiß, ich bin 25 Jahre alt, aber ich bin krank.